Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Lara, und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir machen heute ein bisschen Mobilisation, ein schönes Warm-up, um erstmal in Schwung zu kommen. Das könnt ihr übrigens vor jedem unserer Trainingsvideos anwenden. Also, los geht's! So, wir starten auch schon. Öffnet die Beine weit, guten Stand, und dann einatmen, Arme nach oben, und ausatmen, die Arme nach unten ziehen. Einatmen und ausatmen. Macht euch erstmal ganz lang, streckt euch nach oben und wieder tief. Einatmen und ausatmen. Genau, einfach mitmachen und erstmal ankommen. Keine Gedanken an die Arbeit oder an irgendwas, was dich ärgert. Nein, wir denken jetzt erstmal nur an unser Sportprogramm. Komm, ein letztes Mal noch. Und dann gehen wir mal schön tief dabei. Hoch und tief. Hoch und tief. Genau, sehr schön. Wir gehen jetzt dabei, wenn wir nach oben gehen, richtig schön auf die Fußspitzen oder auf den Fußballen, heben also die Fersen nach oben an, balancieren uns dabei so ein bisschen aus und dann wieder tief nach unten. Einatmen und ausatmen. Aber den ganzen Tagesstress rausatmen. Komm, ein letztes Mal. Und lösen. Wir kommen auch schon zur nächsten Übung. Wir strecken uns und dehnen uns, machen uns ganz lang, ziehen dabei immer einen Arm weit nach oben, den anderen weit nach unten. Ihr könnt auch der oberen Hand immer hinterher schauen. Genau, richtig schön auseinanderziehen. Genau, macht das noch ein paar Mal. Und dann ziehen wir mal ein bisschen mehr in die Seite rein. Schön in die Seite stretchen. Genau, nehmt euch beide Arme mit. Und lösen. Wir gehen jetzt in die Oberkörperrotation, drehen also den Oberkörper zur Seite, nehmt immer einen Arm mit, weit zur Seite ziehen. Wenn ihr zur rechten Seite geht, euren linken Arm mitnehmen, zur linken Seite den rechten Arm. Richtig schön drehen, soweit es geht bei dir. Genau, und dann einfach mal die Arme in eine andere Position bringen. Mal die Muckis zeigen, richtig schön feste anspannen. Und dann mit einmal nachfedern. Einmal nachfedern. Atmen nicht vergessen dabei. Und eine Runde nochmal einzeln Single, Seite zu Seite, von einer Seite zur anderen. Und dann immer kleiner werden in der Bewegung, immer schneller. Fest den Bauch. Und lösen. Für die nächste Übung öffnet die Beine weit, Fußspitzen zeigen nach vorne oder ganz leicht zur Seite mit dem Knie. Beides ist in Ordnung. Wir nehmen die Arme weit nach oben und dann gehen wir tief die Hände erstmal auf die Oberschenkel. Versucht die Beine dabei gestreckt zu lassen. Und wieder nach oben und tief. Einatmen und ausatmen. Hoch und tief. Wenn du kannst, wenn du sehr beweglich bist, dann gerne bis zu den Schienbeinen. Oder bis ganz nach unten zu den Fußspitzen.
schau einfach mal, was dir möglich ist, dass es hinten in der Oberschenkelrückseite schön zieht. Es sollte also nicht wehtun, aber deutlich spürbar sein. So, genau, kleine Variation. Wir fangen mal oben an, die Arme weit auseinander. Wir bilden also so ein X und dann gehen wir diagonal. Mit der rechten Hand zum linken Fuß und mit der linken Hand zum rechten Fuß. Schön im Wechsel. Weiter atmen. Bauchnabel einziehen. Keine Hängebäuche. Ein bisschen geht noch. Komm, atmen. Wenn du nicht bis zu den Fußspitzen kommst, gar kein Problem. Dann bis zum Schienbein oder bis zum Knie. Da wirst du sicherlich auch schon was spüren. Und dann lass dich doch mal hängen, ganz locker den Kopf hängen lassen, atmen. Wenn du möchtest, kannst du auch gerne eine Weile so bleiben, halten, die Dehnung genießen und dann leicht die Beine beugen. Einen tiefen Atemzug nehmen und Wirbel für Wirbel nach oben zurückkommen, aufrollen. Zum Schluss der Kopf. Kommen wir auch schon zur letzten Kombi. Es geht um unseren Schulter- und Nackenbereich. Dazu einfach mal die Schultern nach hinten ziehen, beide, Brust raus und die Schultern wieder nach vorne. So einen schönen Rundrücken bilden. Nach hinten, Stretch und nach vorne. Schön im Wechsel. Sieht fast aus wie so ein kleiner Gorilla. Also nach vorne ziehen, nach hinten. Einatmen und ausatmen. Du wirst spüren, es wird schön warm im Schulterblattbereich. Eigentlich eine ganz angenehme Sache, weil wir auch immer die Gegenbewegung mit dabei haben. Stretch die Brust und den oberen Rücken, die Schulterblätter. Richte dich wieder auf. Nimm deine Hand, rechte Hand zum Kopf und dann stretch erstmal zur Seite. Lass die Gegenschulter hängen, ganz locker. Atmen. Wenn du magst, schließe die Augen dabei. Denk an was ganz Schönes. Atme tief ein und aus. Und dann langsam lösen, andere Seite mit deiner linken Hand zum Kopf, zur Seite neigen. Lass deinen Arm ganz locker, hier deinen rechten Arm, Schulter tief weg vom Ohrläppchen. Und mal tief durchatmen, wieder lösen und zum Abschluss nochmal beide Hände in den Hinterkopf und dann das Kinn Richtung Brust ziehen. Hier dehnst du deinen Nackenbereich schön aus. Atmen. Tief durchatmen. Wenn es dir gut tut, mach das gerne etwas länger. Und dann langsam lösen. Und dann sollten wir jetzt eigentlich auch schon fit sein für die nächsten Übungen. So, ich hoffe, euch ist schon ein bisschen warm geworden und jetzt sucht euch auf unserem Channel bei Fit & Dance doch das geeignete Workout aus. Also, auf was habt ihr gerade Bock? Los geht's! Ich freue mich und hoffentlich viel Spaß damit!